Zuerst einmal braucht man die Chance, überhaupt ein Unternehmen übernehmen zu können oder zu dürfen. Es das heißt ja nicht jetzt gerade bei Familienmitgliedern, dass man auch die richtige Person dafür ist. Diese Frage habe ich mir selber auch oft gestellt. Und dann braucht es vom Nachfolger, ich denke, er braucht Neugier, viel Motivation, auch Durchhaltevermögen und Fleiß. Und ich denke, es hilft auch, wenn man Menschen mag, da man als Unternehmen ja sich vernetzen muss. Und wenn man dann eine Firma findet oder in der Familie hat, die ein Produkt produziert oder eine Dienstleistung anbietet, mit der man sich identifizieren kann, dann hilft das auch.